Hallo ihr Lieben, von mir gibt es heute das erste Aufgebraucht-Video für das Jahr 2018 und zwar für den Januar. Und ja, sind wieder einige Sachen leer gegangen. Alles im Bereich Kosmetik, pflegende Kosmetik, ein, zwei Sachen dekorative, Haushalt und so ein bisschen Knabberkram und Kerzen mache ich extra, weil es doch schon ziemlich viel ist wieder in der Zwischenzeit. Eins vorneweg, wer noch Lust hat, an der Verlosung teilzunehmen, die läuft doch bis morgen Abend und ja, also bis zum 31.01. Und nimmt schnell noch dran teil. Ich freue mich drüber. Und dann fange ich einfach an und greife mir einfach was raus. Und zwar habe ich als erstes das Gesunde Plus Original Totes Meersalz, Badesalz. Ich mag das sehr gerne, gerade wenn ich von der Haut her ein bisschen angegriffen bin, nehme ich gerne dieses einfache Meersalz. Das tut immer der Haut ein bisschen ja, besser als jetzt irgendwelche entfettenden Badezusätze. Das Badesalz ist dann so in einzelne Tüten abgepackt. Ich glaube, drei Stück sind drin. Genau, drei Beutel. Zwei davon habe ich jetzt aufgebraucht. Ich muss mal so wieder Neues kaufen. Jetzt ist es ganz leer. Und das kaufe ich auf jeden Fall auch danach. Als nächstes habe ich vom Teddy Haarkrebse, ja, aufgebraucht ist nicht der richtige Ausdruck. Ich habe sie jetzt da runter gemacht in meinen Kästchen, aber die gehen schon auch relativ schnell mal kaputt. Das ist halt einfach nur Plastik. Und das sind diese kleinen Clipschen, mit denen man irgendwie den Pony hochklipsen kann, wenn man sich schminkt zum Beispiel. Und ich mag die sehr gerne. Die kosten also 1 Euro beim Teddy und die kaufe ich also immer wieder nach. Dann habe ich wieder eine Meridol, so wie jedes Mal so ziemlich. Benutzen meine Männer vor allem. Und ich mache sie dann quasi leer, weil die immer dazu neigen, die vorher schon auszurangieren. Und ich brauche die dann noch eine Zeit lang. Dann habe ich von Nivea Men Sport 24 Stunden Fresh Effekt Pflegedusche Körper, Gesicht, Haar. Diese Pflegedusche ist bei mir durchgefallen, weil mein Sohn Ekzeme bekommen hat unter den Armen davon. Also ich vermute, dass die Dusche schuld daran war. Hundertprozentig wissen tue ich es natürlich nicht. Aber also ich würde sie jetzt nicht mehr kaufen. Sie hat auch sehr stark gerochen. Ich vermute einfach, es sind extrem viele Duftstoffe drin. Und wir als Allergiker-Familie ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Also die würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Bin eh nicht so der Nivea-Fan. Dann habe ich von Elkos Face Sensitive Reinigungstücher 3 in 1. Das waren so, ja, so Notkauf quasi für den Urlaub mal irgendwann. Und ich bin froh, dass sie jetzt endlich leer sind, weil ich brauche das ja auch nicht so viel im Urlaub. Und dann liegt das daheim immer nur rum und wird trocken. Und diesmal habe ich es jetzt beim nächsten Wochenende, an dem ich unterwegs war, aufgebraucht. Und die waren für mich okay. Sind, glaube ich, auch von den Inhaltsstoffen her ganz okay gewesen. Und haben ihren Dienst getan. Ohne Parfüm steht drauf, mit Calendula. Also, die waren vom Edeka. Waren ganz okay. Dann habe ich aus dem Adventskalender eine Cremedusche Balea Magic Wunde aufgebraucht. Ist ja nicht viel drin. Ich nehme die ja meistens dann auch zum Baden. Und die hat sehr fruchtig gerochen. Steht da was drauf? Also, keine Ahnung, nach was sie riechen soll, aber sie roch sehr gut. Fand ich sehr angenehm. Und würde ich mir auch eventuell in groß kaufen, wenn es die in groß gäbe. Das war auch vom Badeerlebnis okay. Dann habe ich von Pharmaen Sport Recharge auch wieder Körper, Haar und Gesicht, Duschgel. Ich glaube, meine Männer nehmen das ganz gern. Riecht sehr frisch, dieser typische Männergeruch irgendwie. Die riechen alle, finde ich, sehr ähnlich. Und sie sind gut mit zurechtgekommen. Kann man kaufen. Dann habe ich von Balea eine Kirschmaske. Ich hatte mir ein paar gesichert. Das war ja so eine Limited Edition. Und ich fand, die roch sehr gut. Ja, ist pflegend, ist okay, ist jetzt nicht so das überschäumend pflegende gewesen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man danach noch 25 Cremes draufklatschen musste. Ich finde die schon okay
Und weil sie so gut roch, habe ich sie halt auch genommen. Also ich mag's. Mir geht halt auch viel über die Nase, das muss ich sagen. Also wenn was gut riecht, dann ist es super. Wenn es nicht gut riecht, mag ich es eigentlich auch nicht nehmen. Dann probiere ich es auch nicht, wenn es zum Essen ist. Also ich bin ein Schnüffler. Ich rieche immer erst an allem. Ja. Dann habe ich hier eine Elkos Body Creme Salbe Milch und Honig. Die ist also ziemlich alt gewesen. Sie ist auch ziemlich zerdrückt. Ja, sie hat sehr lang bei uns irgendwo immer rumgestanden und ich bin froh, dass sie endlich leer ist. War aber okay, also tat ihren Dienst. Roch nach Milch und Honig. Aber das ist jetzt nicht, natürlich nicht vergleichbar mit diesen Supertuber Seifen von Valea, die ja wirklich, wirklich gut riechen. Aber pflegetechnisch finde ich die eher besser. Dann habe ich leer gemacht von Valea die Q10 Tagescreme. Moment, ich muss erstmal ans Telefon. Ich habe immer die mit dem Lichtschutzfaktor 30. Ich bin sehr zufrieden mit der. Ich mag die sehr gern und ich würde die auf jeden Fall nachkaufen. Aber im Moment gibt es die nicht. Also ich hoffe doch, dass sie jetzt im Frühjahr wieder kommt. Ich habe momentan die Lichtschutzfaktor 15 daheim. Ausprobiert habe ich sie noch nicht, weil es immer schwierig ist, wenn ich mal was habe, was richtig gut ist und dann ist es raus. Dann kann ich eigentlich ja nur enttäuscht sein vom nächsten, ne, weil ich mit der ja so zufrieden war. Also ja, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied macht. Aber ich denke halt, wenn die Haut etwas älter wird, ist es nicht verkehrt, einen höheren Lichtschutzfaktor zu nehmen. Und ich mag auch nicht immer noch irgendwelche Sonnenschutzmittel drüber knallen. Und da war mir das halt sehr recht. Und ich meine, gut, es ist im Winter jetzt nicht so sonnig, aber im Prinzip kann es ja nicht schaden, die Haut eigentlich das ganze Jahr zu schützen. Und von daher finde ich es ein bisschen schade, dass sie die rausgenommen haben. Und wenn ich das nächste Mal, also wenn die jetzt wieder kommt, werde ich das nächste Mal anders machen und im Herbst gleich eins oder zwei bunkern für den Winter, damit ich weiß, ich habe die da. Weil ich mag die sehr gerne, ist auch genau das Richtige für meine schon etwas trockenere Haut. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Dann habe ich von Balea das pflegende Gesichtswasser mit Mandelblütenextrakt aufgebraucht für trockene und sensible Haut. Ich finde es sehr gut, vertrage ich absolut ohne Probleme, ist auch bis jetzt das Einzige, was ich vertrage ohne Probleme und das habe ich auch schon nachgekauft. Das kommt bei mir also jetzt immer wieder rein. Ich habe schon überlegt, nochmal das von Balea Med auszuprobieren. Man hört ja immer, dass es sehr gut wäre, aber eigentlich denke ich mir, wenn halt was funktioniert, sollte man es eigentlich nicht unterbrechen. Also ich komme mit dem sehr gut zurecht und wäre ja auch blöd, dann was Neues zu nehmen, dann steht es wieder da, weil es nicht klappt. Dann habe ich von Balea die Anti-Falten-Augenpads Q10 aufgebraucht. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich was machen. Also es ist ein angenehmes Gefühl danach, keine Frage. Ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, wenn sie drauf sind. Aber ob der Effekt anhält, also vielleicht eine Stunde oder so. Aber ich weiß nicht, ob sich das rentiert. Ich bin da nicht so wirklich überzeugt von. Dann haben wir neue Zahnbürsten gekauft. Ich weiß gar nicht, warum die hier drin sind. Von Elkos. Das waren, ja, keine Ahnung, man sieht es überhaupt nicht. Also einfach zwei Zahnbürsten. Die waren, glaube ich, ganz schön. Die eine war lila, pink, weiß und andere grün, blau-weiß oder so. Die habe ich nach der Optik gekauft. Und Stärke ist bei uns immer Mittel. Und mit denen bin ich auch zufrieden. Dann habe ich nochmal Elkos Face Sensitiv Reinigungstücher 3 in 1 mit Calendula. Und das ist, glaube ich, schon der Vorgänger von denen gewesen. Also die sind uralt gewesen. Ich bin froh, dass die endlich leer sind. Und wie gesagt, so Reinigungstücher verbrauchen wir hier nicht oft. Also ich schminke mich mit denen nicht ab normalerweise. Dann habe ich von Balea den Rasierschaum Coco Melon aufgebraucht für empfindliche Haut. Ich finde, der riecht mega gut. Und ich habe auch noch einen, brauche aber jetzt erstmal einen Duschschaum auf von Jean and Len, den ich irgendwie nicht so pflegend finde. Den nehme ich im Moment zum Rasieren. Ich bin mir nicht sicher, gibt es sie im Moment noch? Also ich hoffe, dass die noch eine Zeit lang da sind, weil er riecht sehr gut, er tut seinen Dienst, finde ich absolut in Ordnung, hält bei mir auch lange und würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich eine Aquatuchmaske von Balea aufgebraucht und zwar die blaue,
Spendet belebende Feuchtigkeit mit Algenextrakt für die feuchtigkeitsarme Haut. Ich finde die richtig gut. Und lasst die dann immer ihre Zeit auf dem Gesicht. Dann lege ich mir sie nochmal aufs Dekolleté ein paar Minuten. Nachher reibe ich mich komplett noch mit ab. Also ich finde, da ist unheimlich viel Produkt dran. Und das macht die Haut wirklich streichelzart. Also ich finde die richtig super und die habe ich auch schon nachgekauft. Dann habe ich eine Feuchtigkeitsgelmaske, glaube ich. Ich glaube, die zweite ist auch noch da. Ja, Feuchtigkeitsmaske. So gehört das. Feuchtigkeitsmaske erfrischend für die trockene Haut. Auch von Balea, die finde ich auch sehr gut. Und ja, kann ich nur empfehlen, kaufe ich wieder nach. Ist, finde ich, pflegender wie jetzt die Kirschmaske. Dann haben wir hier diese Limited Edition von Balea Man, Deep Forest. Die kaufe ich ja jetzt schon zum dritten oder vierten Mal nach. Also dieses 3-in-1 Duschgel, das ist bei meinen Männern sehr beliebt. Riecht, finde ich, auch richtig gut. Würde ich auf jeden Fall wiederholen, wenn es das noch gibt. Ja, dann habe ich von Alverde das Color Glanz Shampoo Bio Acai-Beere und Bio Granatapfel für koloriertes, getöntes und gesträhntes Haar. Also, nee, das Zeug verklebt die Haare und tut gar nichts. Also für mich ist es nichts. Ja. Also ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich habe den Rest jetzt in den Seifenspender gegeben, weil ich wollte es nicht wegschütten. Ist ein bisschen schade drum. Es roch ganz okay, aber er könnte auch besser riechen. Aber pflegend, also es verklebt nur die Haare, lässt sich kaum auswaschen. Also bei mir war das katastrophal. Würde ich keinesfalls wieder kaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Colgate die Max Fresh Cooling Crystals. Die ist okay. Kann man kaufen. Schmeckt gut. Dann von Balea Beauty Effect das ein Lip Serum. Also das muss ich sagen, das verwende ich jetzt wirklich oft in der Zwischenzeit. Eigentlich jeden Tag, morgens und abends für die Augen und um die Lippen rum. Habe ich auch sofort wieder nachgekauft. Finde ich richtig gut und auch sehr ergiebig. Ja. Eins der besseren Sachen von, mit Hyaluronsäure. Da gibt es auch Sachen, die wirken bei mir jetzt nicht so. Aber die finde ich jetzt schon ganz okay. Von Balea, alles heute Balea, ne? Beauty Effect Tagescreme, die ist auch schon etwas älter. Ich weiß gar nicht, ob es die noch so gibt. Das war also die Tagescreme, die ich immer genommen habe, bevor ich zu dieser Q10 umgestiegen bin quasi. Die ist mir jetzt nicht mehr reichhaltig genug, aber ich fand die eigentlich immer ganz okay und ich vertrage sie gut, also, aber die andere finde ich etwas reichhaltiger und wie gesagt, fürs Alter muss man ja auch mal was machen und Q10 soll ja was bringen, hoffe ich doch, und deshalb bin ich irgendwann umgestiegen, aber die ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn man eine leichte Tagescreme sucht. Dann habe ich aussortiert die Catrice Glam & Doll Waterproof Mascara. Die ist eigentlich noch nicht leer, aber ich finde, sie riecht schon ein bisschen streng. Also das Bürstchen ist toll, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich mir das nicht aufhebe, weil ich mag das. Und ich hatte mir eine neue geholt und jetzt habe ich gedacht, ich rangiere die mal aus und nehme jetzt die neue. Ich schminke mich jetzt nicht so oft und wenn ich mich schminke, wechsle ich auch gern zwischen der schwarzen, die eben nicht wasserfest ist, und dieser blauen ab, je nach Wetter und Situation. Und von daher hält die bei mir auch eine ganze Weile. Also die ist bestimmt ein Jahr, vielleicht auch anderthalb gewesen jetzt. Aber ja, es war mir jetzt nicht mehr so. Ich habe gedacht, ich tausche sie mal aus. Das ist ja jetzt auch kein Preis. Dann habe ich wieder leer gemacht die Hydra Bomb von Garnier Skin Active. Ich liebe diese Creme, die ist richtig gut. Und ja, ich finde auch, je mehr ich die verwende, desto besser riecht die. Also am Anfang finde ich immer ein bisschen medizinisch, aber jetzt, also wenn sich dieses Aroma richtig entfaltet, riecht die gar nicht mehr so medizinisch. Auf jeden Fall gebe ich die abends dann
am Ende aufs Gesicht auf und morgens habe ich total tolle Haut. Also ich finde, die ist richtig klasse und habe ich, glaube ich, schon oh, fünfmal nachgekauft oder so. Kaufe ich auch auf jeden Fall wieder nach. Dann habe ich auch gebraucht, einmal von Schäbens eine Augen- und Lippenmaske. Das sind ja immer so Vierer-Trachees. Ich habe jetzt sicher nur eins. Mache ich, wenn ich meine Masken auftrage, gebe ich die auch gerne auf die unter die Augen und über die Lippen sozusagen. Und ich habe dann immer das Gefühl, das pflegt dann auch noch mal in diesem Bereich, weil da sollen ja die anderen Masken nicht unbedingt hin. Ja, ist jetzt auch kein Langzeiteffekt bei mir, aber für den Moment ist es okay und die benutze ich ab und zu mal, mache ich auch nicht immer. Dann habe ich von Biomaris eine Feuchtigkeitsampulle aufgebraucht. Also da habe ich jetzt noch eine, dann sind sie leer. Das ist ein uralt Teil. Aber ich denke, so voller Konservierungsstoffe, dass es nicht kaputt gegangen ist. Also ich habe gedacht, ich brauche es auf und ich finde, die sind auch echt gut. Also es wäre schade gewesen, die wegzuwerfen. Und die waren irgendwo im Schrank verschwunden und wie ich da letzthin mal aufgeräumt habe, so richtig alles raus und da sind die mir entgegengekullert, durch die Scheibenkleister, die musste mal aufbrauchen. Und ich vertrage sie gut. Ja. Ich benutze sie jetzt halt auch noch, ne? Wie gesagt, es ist ja jedes für sich zu. Und ich habe die ja immer neu erst aufgemacht. Also von daher, jetzt sind sie bald leer. Dann habe ich von L'Oréal Excellence einmal so ein Spitzenfluid. Wer Haare färbt, kennt es vielleicht. Das kann man, also das wird wohl vor dem Färben in die Spitzen gegeben. Dann kommt die Farbe drauf und nach dem Färben und Abwaschen mit Shampoo kommt ja dann auch mal die Kur drüber. Und das soll halt einfach bewirken, dass die Spitzen geschont werden. Ist okay, benutze ich einfach. Ich weiß nicht, ob es viel ausmacht. Dann habe ich noch so ein Teil für 10 Spiralhaargummis. Das waren auch vom Teddy 1 Euro. Diese Spiralhaargummis wollte ich auch mal probieren, weil die ja immer so gehypt werden. Aber ich kann die eigentlich nur für geflochtene Zöpfe nehme ich die dann manchmal, wenn ich nachts die Haare flechte. Aber im Normalfall nehme ich lieber die normalen, dicken, schwarzen Gummis. Die dann vermutlich hier drauf waren. Genau. 4 Haargummis. Auch 1 Euro. Also ich habe wieder aufgefüllt. Dinge, die man halt braucht, wenn man lange Haare hat. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Million heißt es. Wer ist Rabanne? Ja, Paco Rabanne. Also das roch wirklich gut. Könnte ich mir auch vorstellen, in groß zu kaufen. Ein ganz kleines bisschen ist noch drin, aber das kriege ich jetzt nicht raus. Ja, hat mir gut gefallen. Bisschen schade, aber es ist halt jetzt leer. Und das letzte, was ich hier noch habe, ist von Louis Widmer eine Creme Proaktiv Light, eine Anti-Aging-Nachtpflege für normale und Mischhaut. Das war ein Tröbchen, habe ich gekriegt von unserer Apotheke. Und ich fand es ganz gut. Ich meine, es ist halt nicht viel drin. Aber zum Testen war es jetzt okay. Nur nachts nehme ich ja das, die Hydra Bomb und da brauche ich eigentlich auch nichts anderes. Da mag ich im Moment ja auch nicht wechseln. Also von daher, ich bin mit der zufrieden und das war aber auch okay. Also ich habe es halt aufgebraucht. Ne? Kann aber nichts Negatives drüber sagen. Ja, und das war es dann auch wieder. Die Tüte ist leer. Schön, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, falls ihr noch Interesse habt, an der Verlosung teilzunehmen, dann läuft die noch bis 31.01. Ich freue mich, wer mitmacht, wer dann, wenn jemand dann auch gewinnt, freue ich mich natürlich ganz besonders für denjenigen. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao!